Soviel ich weiß, war es dann so, dass wir hier dann wieder so, ja, und dann so. Komisch, diesmal funktioniert es. Das ist schon einigermaßen strange, ne? Wer stimmt mir dazu, dass das strange ist? Ja, life is strange, ich weiß. Habe mich übrigens für diese Spielereihe nie begeistern können, aber das ist auch irgendwie nicht meine Art. Spiele, glaube ich. Sowieso eher. Naja, gut, ich habe jetzt auch schon genügend männliche Let's Player gesehen, die es gespielt haben, aber mir sagte mal jemand, dass es eher ein Spiel für Mädchen ist. Stimmt das? Ich weiß es doch nicht. Und es ist ja auch nichts Schlechtes daran, dass es Spiele für Mädchen gibt. So. Das sieht doch nun sehr, sehr elegant aus. Die Kiste da muss weg. Das freut mich gar nicht, weil das bedeutet Ärger. Und zwar reichlich. Okay. Ja, mit dem Lagerraum wird es auch Ärger geben, weil jetzt natürlich diese Blöcke unten durchgucken. Also hier die Deep Slate Slabs und so weiter, das wird von unten ein bisschen sehr seltsam aussehen. Vermute ich mal so. Einfach. Ja, das mit der Kiste da, das könnte man vielleicht regeln. Aber wenn ich jetzt hier dran sitze, ne, falsch. Es war mir irgendwie klar, wo ist der Block hin? Ich muss mal die Katzen loswerden. Die werden sich jetzt auf die Truhe setzen, ist klar, ne? Nö, schön, bleibt mal da. Ja, manchmal funktionieren die Dinge. Manchmal funktioniert ein Plan auch mal. So, war das? Ging das so vielleicht? Nee, also der rote Punkt muss in die Mitte. Hast du auch gesehen, ne? Und so funktioniert das eben nicht. Diese Doofbewohner mit ihrem Geschubse machen es nicht leichter. Ja, roter Punkt ist in der Mitte. Sollte bedeuten, aber wenn ich das jetzt trotz der Truhe hinkriege, das müssen wir später machen. Also ich sehe schon irgendeinen von den Dooftrotteln jetzt da unten in die Grube fahren. Ja, kann sein, dass ich jetzt ein und denselben Fehler 100.000 Mal mache. Dafür bin ich bekannt. Alter. Ich denke mal, ich bin schon sehr tolerant mit den Herren. Jo. Das hat mal funktioniert. Dementsprechend müsste das so funktionieren und das so. Und dann, ja, jetzt wird es gefährlich. Jetzt können nämlich die Herren in den Keller fahren. Dann habe ich einen Kellermeister da unten. Kellergeister. Okay, ja, hier wird das jetzt nicht so einfach werden. Ich muss wahrscheinlich die Treppe erstmal wegmachen und dann Klotz dran setzen. Ja, siehst du, damit nämlich das Muster hier so weitergehen kann. Ihr Arschkrampen, geht weg. Ich will keinen Unfall haben wegen euch. Ach, weißt du was? Das wird hier sowieso ein bisschen blöde hier mit der. Obwohl. Komm. Machen wir es erstmal so. Erstmal Material holen. Ja. Aber da können wir unten dran bauen. Pass mal auf. Ich wollte gerade sagen, das wird hässlich, aber. Pass mal auf.
Alter, das Gehaha. Ich geh gleich in den Nether und lass mich vom Gas abschießen lieber. So. Manche Dinge ändern sich nie. Der Honk auch nicht. So. Wo habe ich denn jetzt die oben abgebauten Slabs? Netherbrick Slabs. Da haben wir sie nämlich. Und wenn ich jetzt nämlich hergehe und die da ran nagle, dürfte das direkt alle Unterschiede da oben verstecken. Yo. Jo, guck mal. Super. Das nicht. Ja, das ist suboptimal, aber was soll's. Ist das jetzt gleiches Ebenenzeugs? Ja, glaube ich. Ach so, das ist die Fackel, die rußt. Ich frage mich schon, was brennt hier? So. Nebenwirkung gut versteckt. Das hier sieht ein bisschen seltsam aus, aber nun ja. Aber jetzt schaut euch das an. Ist das nicht fantastisch? Nein. Naja gut, das ist deine Meinung, das ist deine Interpretation der Sache. So. Seid gefälligst nicht so laut, ich mache hier Arbeit für euch. Für euch. Für das Volk. Ihr seid das Volk. Ja. Was gibt es denn jetzt noch zu erzählen? Ah, eigentlich gäbe es hier eine Menge zu erzählen, mir fällt nur gerade nichts ein. Und eigentlich ist schon alles gesagt, ne? Zum Beispiel über die komische Impfgeschichte, ne? Und Impfpflicht und so weiter und so fort. Was ich aber interessant finde bezüglich der Impfpflicht, das ist doch ganz einfach. Also pass auf, zu jedem Zahn ziehen, wo du hingehst und so weiter, ne? Da musst du ja ein Schreiben unterschreiben, dass du der Körperverletzung zustimmst. Wenn du einen Zahn gezogen kriegst, einen vereiterten, dann wirst du das wahrscheinlich gerne tun. Aber was ist jetzt, ne? Wenn ich zwar zur Impfung gehe, mich aber weigere, dieses freiwillige Schreiben zu unterschreiben, kann man mich dann zur Körperverletzung zwingen? Ja, der komische, ich glaube, Tübingerer Bürgermeister, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, von den Grünen, der wollte ja schon Erzwingungshaft für Impfverweigerer. Wird immer komischer, der ganze Quatsch. Naja. Warten wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Also, ich kann es mir nicht so recht vorstellen, dass so ein Hammer funktionieren könnte. Vielleicht in Österreich, aber nicht bei uns. Ich meine, aus Österreich kam ja schon mal was. Ich sag nichts weiter. So. Ja. Baue ich jetzt wirklich das ganze Material weg oder lasse ich das erstmal und mache erstmal ein bisschen Abwechslung im Nether? Ich müsste auf jeden Fall erstmal kurz wohin. Und ich schaue mal 55 Minuten. Oh Gott. Also entweder ich muss wieder mitten in der Folge schneiden oder es gibt Überlänge oder... Naja, das wäre dann wirklich schon eine massive Überlänge. Das wäre fast eine Doppelfolge. Ja. Gut. Und für Multiplayer habe ich jetzt übrigens... ich habe jetzt bis zum 16. Februar Multiplayer-Material. Insofern ist es für mich auch nicht so eilig, jetzt hier irgendwie zu entscheiden, ob ich das noch mache und wie. Wisst ihr was, Leute? Ich platze. Ich mache kurz eine Pause und bin sofort wieder da. Oder übermorgen, je nachdem, wie es geschnitten werden kann. Wir machen mal weiter. Womit, frage ich mich. Alles klar, ja, will ich jetzt tatsächlich noch weiterbauen an der Sache? Es ist ganz einfach momentan irgendwie zu lustig, das hier zu sehen, wie das wächst und gedeiht. Wächst und gedeiht. Ja, das ist die Frage, ne? Weil hier vorne soll eigentlich was ganz anderes passieren. Und dummerweise habe ich hier eine Markierung weggemacht. Aber wenn ich jetzt da rumsteige... dann kann ich mir fast schon 100% sicher sein,
dass da dann auch ein paar Vögelchen mit rauskommen. Wenn ich nicht ganz schnell bin. Kannst du sehen? Da sind schon dabei. Ja, ich müsste hier mal sehen. Verpisst euch, ihr habt hier nichts zu suchen. Es kann nur gefährlich für euch werden. So. Also, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Zwei in der Richtung, eins in der Richtung, zwei in der Richtung. Okay. Die sechs werden dann hier. Drei, vier, fünf, sechs. Dann. Nee, Moment. Ach so, das wäre dann die Wand dort, wären dann. Lass mich überlegen. Also 2, 2, dann da die 6 und dann jetzt hier 2. Und die wird wahrscheinlich im Wege sitzen. Gnadenlos, aber den kann man verschieben. Und die V2. Ha! Lange nicht mehr gesehen, Kollege. Und auch lange nicht mehr unterwegs gewesen mit dir. So. Fragt sich jetzt wahrscheinlich, was macht der Kerl da, ne? Ja, wart's ab. Oh, er baut vor allen Dingen schon mal hier Gefahrensituation. Halt! Du kleiner Scheiße. Oh. Halt. Das ist falsch. Ich sehe gerade. Aber ich weiß ja wieder, wo es ist. Ich muss nur aufpassen. Die nehmen echt jede Möglichkeit wahr, auf Wanderschaft zu gehen. Warum auch nicht? Sie sind halt neugierig. Die kleinen Racker. Ja. Echt, ey. Ja, nee, also kann ich ja mal weiterreden. Also ich habe jetzt noch... Ich habe jetzt glatt bis zum 16. Februar Let's Play mit Freunden. Und ja, die letzte Aufnahmesitzung war richtig, richtig geil, fand ich. Hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs. Also nochmal, es waren dabei, falls ich jetzt noch nicht... 2, 3, 4, 5, 6. Moment, ich mache das hier einmal fertig so. Und dann so. Und dann so. Und jetzt dürften wir genau auf der gleichen... Genau. Warum macht er das? Ja, weil das eine Kathedrale wird. Und diese Kathedrale hat es in sich. So. Also sind hier noch... Wir haben zwei Abteilungen noch. Okay. Machen wir die nochmal. Ja, also für diejenigen, die es nicht wussten und wissen und falls es jetzt noch nicht draußen ist. Also es waren der Tobi, das ist ein guter Kollege, vom guter Freund vom Herrn Kittenkurmler. Der Herr Kittenkurmler himself. Und Kevin Keosch wieder dabei. Herr Kittenkurmler und Tobi fingen bereits sehr früh um 17 Uhr an. Kevin kam dann irgendwann um 21 Uhr dazu. Insgesamt wurden es für mich dann durch diese Sache, da könnt ihr mal sehen, wie ich für euch und für alle im Einsatz bin, waren es dann für mich 9,5 Stunden. Ich bin nach 9,5 Stunden und ich hatte schon, also ich habe eigentlich 12 Stunden fast durchgemacht. Wenn man alles zusammen nimmt, waren es 12 Stunden, weil ich war schon seit 4 Uhr morgens wach und habe dann bis so rund um 3 Uhr morgens mit den Jungs, also mit Kevin, dann zum Schluss alleine gespielt. War sehr, sehr cool. Also es war wirklich die coolste Aufnahmesession, die coolste Aufnahmesitzung, die ich jemals halt im Multiplayer hatte. Und deswegen würde ich auch, wenn das Ganze, das Format weitergeht, wohlgemerkt, wenn, würde ich mit dieser Truppe so weitermachen wollen. Ganz besonders nach der Sitzung davor, wo Horst die eigentlich nur noch genervt hat. Entschuldigung, Horst, aber es ist so und du weißt es auch. Ich sag nur, Leute, ich finde keinen Diorit. So. Ich muss sehr stark aufpassen, was hier passiert. Ja, hätten wir gar nicht so viel Glazed Terracotta gebraucht, aber vielleicht können wir den noch an anderer Stelle in dem Bauwerk verbauen. Ja.
Da vorne haben wir die Kreuzung bereits gemacht. Nein, weitere Kreuzgänge wird es nicht geben. Ich bin ja nicht total unbeschäftigt hier. Ja, also ich würde gerne mit dieser Truppe so weitermachen, wenn überhaupt. Allerdings weiß ich nicht. Ich hatte ja schon bereits erwähnt, hatte das aber nicht zu Ende gebracht, dass es eben nicht so ist, dass ich irgendwie da Hire and Fire die Leute rausgeschmissen und in die Truppe geholt habe, dass es nicht meine Entscheidung war alleine, sondern dass diese Entscheidung gemeinsam getroffen wurde mit der Crew und auch die Sitzung jetzt, wo Horst, die nicht dabei war, da habe ich auch, warte mal, ich muss mal Kaffee holen, ich werde hier müde. Da habe ich auch der Truppe, also Kiosch und Kittenkurmler, die Wahl gestellt. Also entweder ich bin dabei, dann ist Horst hier nicht dabei. Oder aber ich habe auch die Wahl gestellt, dass ich nicht dabei bin und sie mit Horsty spielen. Dann hätte ich den Server hochgefahren, ganz anstandslos. Und hätte, hätte halt diesmal nicht teilgenommen. Das wäre dann allerdings auch wohl das Ende des Let's Plays Together gewesen, also des Let's Plays mit Freunden. Weil, also ich sehe das nicht mit Horsty. Ich war von der letzten Aufnahmesitzung mit ihm sowas von absolut fucking genervt. Aber wirklich... Alter, was ist hier los? Aber wirklich im Tiefsten. Also was, wie mache ich das jetzt hier? Ich werde dann wohl hier... Also ich will dann hier irgendwie Wege hochlaufen lassen. So, dann hebe ich das hier mal aus. Was ist mit dieser Azalee? Wisst ihr was? Ich mache gleich mal eine kleine Pause und schlage das einmal kurz in der Minecraftpedia nach. Das will mir irgendwie nicht gefallen, dass ich hier nicht Bescheid weiß. So. So, kann natürlich sein, dass die in diesem Zustand bleiben und dass man da nicht viel mehr mitmachen kann. Würde mich auch gar nicht wundern. Kommt da raus! Oh, the fuck. Echt jede Möglichkeit nehmen die wahr. Ja, ich mache einmal kurz eine Pause und bin dann sofort wieder da. Gerade mal 8 Minuten aufgenommen, dachte gar nicht, dass das so viel war. Ich bin sofort wieder da. So, hab mal geschaut. Ich glaube, ich habe das halbwegs begriffen. Also wenn man darauf, kann ich die wieder abbauen, wenn man darauf einen Knochenmehlblock anwendet, soll daraus ein Azaleenbaum wachsen. Ich werde das mal ausprobieren. Irgendwo müsste ich ja Knochenmehl haben. Und dann wollen wir mal schauen, Azaleenbaum, ja gut, wird garantiert nicht die letzte Azalee sein, die wir finden. Deswegen ist das, Alter... Was ist das hier für ein Clusterfuck? So, Knochen. Sag nicht, ich habe hier keinen einzigen Knochen und keinen einzigen... Ah, da, guck mal. Wäre seltsam gewesen, wenn nicht. Okay, ich nehme mal erstmal... komm, machen wir einen 64er voll oder 63er, je nachdem, was geht. Was geht, Digga? So, dann das da rein... Das da rein, das da rein. Ja, und dann gehen wir jetzt mal her und versuchen mal einen Azaleenbaum wachsen zu lassen. Unser erster. Und tja. Also ich habe jetzt einmal kurz rüber gelesen. Verstehe ich nicht. Ich habe einen kompletten 64er reingehauen. Egal, vielleicht ist es auch der falsche Wachstumsplatz da. Wir werden uns dann noch mal irgendwie... Oder ich werde mich dann noch mal irgendwie schlau machen. Ja, auch ich kann schlau werden. So. Ich baue jetzt noch mal kurz oben diese Zubringerwege zu den Türen. Wenn mich die Dorfbewohner lassen. Weil, hast du ja gesehen, ne? Da, der versucht da schon wieder zu nerven.
So, und da an der Seite möchte ich dann wieder die guten dunklen Slabs reinbauen.